Neuseeland. Neuseeland. Spannend. Okay. Ich glaube, wir haben über 200 Staaten zur Auswahl, ne? Ja, also das können wir uns jetzt auch mal angucken. Erst hatte ich überlegt, irgendwie Kiribati oder so, irgendwas für irgendeinen so Inselstaat fände ich gut, aber Neuseeland ist auch schön. Hm. Ich hätte etwas in der Nähe, also Neuseeland finde ich toll. Die haben ja gerade auch den Klimanotstand ausgerufen, als erster Staat. Ja. Und meine Überlegung ging in eine ähnliche Richtung. Ich hätte nämlich Dänemark gesagt, weil die jetzt gerade gesagt haben, sie werden bis 2050 komplett fossil energieträgerfrei. Bis 2050. Und Dänemark ist der größte Förderer von Erdöl in Europa. Also das fand ich auch wirklich faszinierend. Da haben sich auf jeden Fall einiges vorgenommen. Also ich finde das auch gut. Gibt es denn Vorschläge von unseren Menschen? Will any of the contemporarily existing countries and embark on a 100 years long journey to the world of tomorrow? Ich höre gerade das erste Mal was vom Spiel. Bring prestige and glory to your nation. Diplomatically unify the world under the auspices of the world's government. Or perhaps reach world domination in the field of culture, technology, or economy. Conquer all who oppose you, or simply survive this political game of chess, filled with betrayal, catastrophe, and the least expected surprises. What the future will be like is up to you. Okay, das war der Text auf Englisch. Führen Sie ein beliebig existierendes Land und begeben Sie sich auf eine 100 Jahre lange Reise in die Welt von morgen. Verschaffen Sie Ihrer Nation Prestige und Ruhm. Erreichen Sie eine diplomatische Einigung der Welt unter der Führung der Weltregierung. Oder erreichen Sie die Weltherrschaft auf dem Gebiet der Kultur, der Technologie oder der Wirtschaft. Erobern Sie alle, die Ihnen im Weg stehen. Oder überleben Sie in diesem politischen Schachspiel voller Verrat, Katastrophen und unerwarteten Überraschungen. Entscheiden Sie selbst, wie Sie die Zukunft gestalten wollen. Und wir können auch Folgen der Pandemie. Das ist. The year is 2020. Ja, genau. Lead ah, da habe ich gar keine Lust drauf. Nee, habe ich auch überhaupt gar keine Lust drauf. Was Böses schlägt Horsti vor? Ah, das können wir nicht durchziehen. Wir haben es immer wieder probiert, aber so richtig kommen wir beide nicht von unserem moralischen Kompass weg. Ich glaube, wir. Also bei Democracy 4 war es so, dass es nun mal in der Demokratie passiert. Hier ist die Mechanik ja, dass wir zu einem totalitären Staat werden, gegeben. Ich würde jetzt erstmal sagen, Romy und ich grooven uns mal ein und gucken, was passiert. Vielleicht dreht sich ja alles plötzlich hin zu, okay, jetzt kommen uns die Leute echt doof. Wir fingieren jetzt mal Ansprüche und fangen an, Krieg zu führen. Vielleicht passiert das ja, aber ansonsten ist ja dieses Spiel, hat ja durchaus auch Wiederspielpotenzial, wo wir tatsächlich was Böses machen wollen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und, also mit was Böses meinst du dann, wir versuchen uns direkt mal an Nordkorea oder wie war das gemeint, Horsti? Oder dass wir, weil ich glaube, Nordkorea würden wir sofort versuchen zu reformieren. Was ja auch mal eine interessante Aufgabe wäre. Elak hält jede Wette, dass wir einen totalitären Staat nicht durchhalten würden. Ich hätte einen Vorschlag. Ja. Also ich, bevor wir jetzt mit dem neuen Staat starten, würde ich gerne noch mal so eine Pause machen, weil ich merke, dass das Spiel für meine Augen ganz doll anstrengend ist. Mhm. Und da so eine kurze Augenentspannungspause würde ich super finden. Ja. Wollen wir dann kurz noch Neuseeland auswählen? Ich meine, wir haben hier wirklich alle. Wir können auch zufällig klicken. Hat Bhutan nicht dieses Bruttonationalglück als Einheit? Das finde ich auch mal spannend. Bhutan? Bhutan. Okay, nee, da steht nichts dazu. Kleines Land. So, Neuseeland. Hm.
Neuseeland. Das sind 3 Provinzen, so wie ich das sehe. Ja, so übersichtlich, würde ich mal sagen. Ja, wir haben auch nicht so wahnsinnig viele Nachbarn, wo wir irgendwie Beziehungen aufbauen müssten, könnten oder sollten. Neuseeland ist ein kleines, aber stabiles Land im Pazifik, das in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich geführt wurde. Das Volk Neuseeland hegt keinerlei Expansionsgedanken, was man möglicherweise von anderen pazifischen Nationen nicht behaupten kann. Um ihre Souveränität zu schützen, können die Kiwis durchaus gezwungen sein, die Zähne zu zeigen. Die erhebliche Abhängigkeit von internationalem Handel könnte dazu führen, dass die Kontrolle über den Pazifik Neuseeland mit einem guten Druckmittel für Wirtschaftsverhandlungen ausstatten würde. Mhm. Okay. Was ist Miniszenario? Okay, ja, genau. Ich bin jetzt schon wieder abgelenkt. Ich habe es jetzt mal ausgewählt. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nochmal eine Pause. Alles klar. So, und da sind wir in Neuseeland. Wählen Sie Ihre rechte Hand. Oh Mann, und wir haben hier wirklich viel. Wir können Clippy nehmen. Es gibt hier sehr viel Lustiges zu entdecken, glaube ich, alleine bei den BeraterInnen. Wir haben hier Taxman. Hier drüben bei der Kasse. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Taxman. Schneller als jede Steuererhöhung, mächtiger als die Finanzbehörde, überschrimmt selbst die höchsten Zinssätze. Ja, es ist Taxman, ein außerirdischer Fremder von einem weit entfernten Planeten, der über unternehmerische Kräfte und übermenschliches Schlupflöcherwissen verfügt. Tagsüber ein unauffälliger Reporter, Carl Kent, nachts ein furchtloser Eroberer der kreativen Buchhaltung. Wenn er nicht gerade den Alten und Schwachen beim Ausfüllen der Steuererklärung hilft, kämpft er wahrscheinlich gerade gegen seinen Erzfeind Lex Schlupftor. Spannend. Also wir haben hier sehr, sehr viel. Ich bin hergekommen, um Kaugummi zu kauen und deinem Land zur alter Größe zu verhelfen. Nur habe ich leider kein Kaugummi mehr. Irene redet nicht um den heißen Brei herum. Sie ist hier, um ihnen dabei zu helfen, Freunde zu finden. Sie ist hier, um sicherzustellen, dass sie in dieser feindseligen Welt überleben können. Und sobald sich alle entspannt haben, wird sie ihnen dabei helfen, ihr Land zu vergrößern. In diplomatischer und wirtschaftlicher Sicht. Strategie, gebetsmühlenartige Wiederholung bis ganz nach oben. Aber leider gesagt, aber leichter gesagt als getan, das wird ein wilder Ritt. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir hier alle durchgehen? Wir haben den Dalai Lama. Unsere Bevölkerung wählte den 15. Dalai Lama als neues Oberhaupt des Buddhismus. Er lehrt die 4 edlen Wahrheiten, die dicht auf dem Pfad zur Beendigung des Leidens führen werden. Seinen Lehren zufolge muss man seinen Verstand öffnen und die Irrelevanz weltlicher Wertlosigkeit erkennen, um den Zustand des Nirvana erreichen zu können. Geben Sie sich hin, um alle lebendigen Wesen lieben zu können. Wir haben persönliche Kontrolle, Zielwert -1. Kriegsteilbar-Modifikator -2, Kriegsverlust-Modifikator -2, Militarismus-Zielwert -1. Tja, was wollen wir machen? Ich glaube, wir kommen am einmal durchgucken nicht vorbei. Nee. Wenn wir uns gut entscheiden wollen. Ja, also, sie möchte über unseren Einflussbereich vergrößern in diplomatischer und wirtschaftlicher Sicht. William Kelly. Oh Gott. Ein Historiker aus einer reichen irischen Einwandererfamilie, der auf einer Ranch in Arizona aufwuchs, schon in Teenagerjahren liebte er Westernfilme und Militärdevotionalien aus dem 19. Jahrhundert. Er wurde zu einem Autor internationaler Bestseller und einer Koryphäe auf dem Gebiet der Geschichte von bewaffneter Kriegsführung. Ich würde sagen, den können wir überspringen, weil ich glaube, das ist Armeeproduktionszeit und Armeeangriff. Den wollen wir nicht. Irene ist eine Option. Ich schreibe das mal auf. Irene.
Dann. Und Taxman. Hä? Und Taxman. 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 Iman Okoro. Zu lange musste ich das Leid dieser Welt ertragen. Es wird Zeit, es zu beenden. Der einzige Weg, um dies zu erreichen, ist eine aktive Zusammenarbeit, also an die Arbeit. Iman ist ein Mann mit einer Vision. Er will dafür sorgen, dass alle in Frieden und Wohlstand leben können. Oberste Priorität hat für ihn jedoch die persönliche Freiheit. Mit seiner Hilfe können sie den friedlichen Grundstein für globale Integration legen. Iman. Klingt interessant. Ja. Joanne Charlington. Als Joanne noch aufs College ging, erbte sie die kleine Schreinerwerkstatt ihrer Eltern. Ihr Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen erlaubte es ihr, daraus ein hölzernes Imperium aufzubauen. Ihre Marke fasst auch in anderen Sektoren der Materialverarbeitungsindustrie Fuß und erfreut sich internationaler Anerkennung. Joanne ist dank ihres analytischen Verstandes und ihrer Markterfahrung ein geschäftstüchtiges Schlitzohr. Auf der prestigeträchtigen Liste der reichsten Frauen unter 30 rangiert sie an erster Stelle. Joanne schätzt neue Herausforderungen, weshalb sie sich für eine politische Karriere entschied. Ihre unzähligen Errungenschaften und das natürliche Talent fürs Kaufmännische versorgen sie mit exzellenten Investitionsmöglichkeiten. Wenn sie Joanne engagieren, erhalten sie außerdem Zugang zu ihrem Imperium, das ihre Wirtschaft unterstützen wird. Zur Feier des Beginns ihrer Kooperation hat Joanne ihnen einen einzigartigen Tisch aus Eichenholz versprochen, auf den sie ihre nächste Vorhaben planen können. Okay, kauft unseren Staat gerade eine Frau auf oder kaufen wir ihr Unternehmen auf? Gute Frage. Okay. Also, ich mach mal Joanne mit Sternchen. So, dann Rayani Takur. Viele von uns teilen dieselben Ideale und glauben, dass die Welt eine Kurskorrektur benötigt. Ich stehe für sie alle. Betrachtet uns als eine Liga der Schatten, als stille Wächter am Himmel. Rajani ist eine geheimnisvolle Frau, die für eine noch geheimnisvollere Gruppe von Menschen arbeitet. Dennoch haben sie dieselben Ziele. Oder, um es anders auszudrücken, sie werden ihnen nicht sagen, welche Ziele sie anstreben sollten, aber sie werden ihnen sicherlich die besten Werkzeuge bieten, um sie zu erreichen. Spionage, Verhinderung feindlicher Gegenspionage, Spionplätze plus eins, Spionageaktionen. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen gesteuert. Ja. Vadim Grushkov, ein brillanter theoretischer Physiker aus dem Kaukasus. Er publizierte mit 16 Jahren seinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz und arbeitete bald darauf für CERN. Dort hatte Vadim Anteile an einigen bahnbrechenden Entdeckungen und wurde für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Lösung von Problemen allseits gelobt. Dennoch fühlte sich Vadim durch die starren Strukturen des Instituts eingeschränkt und entschied sich dazu, seine Karriere an der Seite einer Person vorzuführen, die es ihm erlauben würde, völlig frei arbeiten zu können. Eine Person wie sie. Dank seines Engagements können sie zusätzliche Projekte entwickeln. Seine Erfahrung führt zu Einsparungen hinsichtlich Zeit und Kosten für die Umsetzung und Fortführung. Also, das sind Projektplätze plus eins, Aktionspunkte für den Unterhalt plus minus fünf, Geldkosten für Unterhalt minus fünf, Umsetzungszeit für alle Projekte plus 50. Das klingt super. Oh. Ja. Also, mal davon abgesehen, dass die Umsetzungszeit halt so lang ist. Aber so auf lange Sicht? Ja. Forschung. Justin Walker. Justin Walker ist ein schwieriger Mensch. Seine Eltern waren beide Berufsdiplomaten und hatten klar definierte Pläne für seine Zukunft. Sie lebten in Botschaften, Militärbasen und Hotels. Justin wurde überall auf der Welt großgezogen und lernte die diplomatischen Benimmregeln schon von seinen ersten Schritten kennen. Seine Eltern züchteten aus ihm eine bessere Version ihrer selbst. Einen immer lächelnden, niemals in klaren Worten sprechenden Diplomaten. Doch alles änderte sich, als ihr Konvoi in einem scheinbar sicheren Land angegriffen wurde und beide Elternteile ums Leben kamen. An diesem Tag lernte der junge Walker, dass Diplomatie nicht alles ist. Er lernte, dass man zur Tat schreiten muss, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Okay. Beziehungen zu allen plus 5. Kriegstreiber-Modifikator minus 1. Und Aktionstyp Erfolgschance plus 5 diplomatische Aktivitäten. Also er ist der Diplomat. Weiß nicht.
Könnte wegen unserer geopolitischen Lage ganz spannend sein. Ja, das ist richtig. Lu? Ja, im Endeffekt legen wir mit den Beratern auch so ein bisschen unsere politische Marschrichtung fest. Das finde ich halt auch ganz spannend. Die alle zeigen unterschiedliche Facetten von Dingen, die man in diesem Spiel gestalten kann und Zielstellungen. Ja. Also, es ist schon krass. Also, die Vielzahl an Menschen, die wir hier haben, deutet schon darauf hin, wie im Prinzip kriegen wir Boost in einer Ecke, ne? Also, es ist spannend. Mhm. Edelhack sagt gerade übrigens mal danke für eure Zeit und diesen Stream loswerden. Mir fällt gerade auf, wie sehr es entspannt, euch zuzuschauen. Das ist total schön. Dankeschön. Grüße, ja. Das freut mich, dass es dich entspannt. So. Uns auch. Also mich auch. Ja, mich auch. Luo ist ein Architekt aus einem Fischerdorf in Ostchina. Schon in frühen Jahren entwarf und baute er mehrstöckige Baumhäuser. Die Höhepunkte seiner architektonischen Karriere waren ein Doktorat an der Universität von Tsinghua und viele preisträchtige Preise verliehen von den besten Architekturakademien der Welt. Als Berater garantiert Luo modernste Lösungen für Gebäude und besondere Infrastruktur, die sich positiv auf die allgemeinen Lebensbedingungen des Landes auswirken werden. Doch sein unerfüllter Traum ist es immer noch, das weltweit größte Zirkuszelt zu bauen und ein Akrobat zu werden. Okay, spannend. Gebäudesabotage, Aktionserfolgschance, Gebäude zerstören. Menschliche Entwicklung. Index menschliche Entwicklung. Ja, plus 3. Rohstoffbasis, Einkaufspreis minus 15%. Rohstoffbasis, Einkaufspreis minus 10%. Geldunterhaltskosten für Gebäude minus 75%. Okay, ist das jetzt der chinesische Einfluss im Pazifik, der dargestellt werden soll? Ja, vielleicht. Aber ich würde ihn auch nicht auf die Liste setzen wollen, weil wir haben nur 3 Provinzen. Wir haben nicht so viel zu bauen. Ja. Yeah. Ist so gerade mein... Ich versuche, Sachen zu finden, um wenigstens eine Vorauswahl zu treffen. Jessica Schatzarzisch. Hoffe ich. Die junge und attraktive Jessica wurde durch die Teilnahme an einer fragwürdigen Reality-Show bekannt. Auf diese Weise erregte sie die Aufmerksamkeit eines Hollywood-Regisseurs, der ihr eine Statistenrolle verschaffte. Dadurch geriet ihre Karriere in Schwung und Jessica schaffte den so wichtigen Durchbruch in den sozialen Medien. Die junge Berühmtheit will diese Gelegenheit nicht ungenutzt vergehen lassen und nimmt daher eine EP auf, bereitet sich auf eine Nebenrolle einer TV-Serie vor und versucht, ihr Leben zu verfilmen. Jessica ist sich sicher, dass ihre Karriere nur aufgrund ihres schwierigen, auszusprechenden Namens so langsam vorangeht, weshalb sie beschloss, sich in politischen Kreisen Unterstützung zu besorgen. Als Beraterin wird sie international ihr Image aufbessern, während ihre häufigsten Skandale die Bevölkerung von internationalen Problemen ablenken werden. Unglücklicherweise hat ihr unbedarfter Umgang mit Wissenschaft und Fakten negative Auswirkungen auf die Bildungsbereitschaft der Gesellschaft. YOLO! diplomatische Aktion plus 3. So. Nee. Taxman. Haben wir schon eben vorgelesen. Aktionserfolgschancen, wirtschaftlichen Ansichten stärken. Steuereinnahmen plus 5%. Börsenkurs 10. Kosten durch Schulden minus 10%. Dalai Lama haben wir eben auch schon gehabt. Das ist so... Ja, weiß ich auch nicht. Das ist... Interessant. So, Oberst Sarkastro. Oberst Sarkastro. Oberst Sarkastro wird in 23 Ländern gesucht und ist für seinen scharfen Sarkasmus und die ebenso scharfe Guillotine bekannt, mit der er einst Feinde der Revolution köpfen ließ. Nachdem er gezwungen wurde, aus seinem Heimatland zu fliehen, schwor er Rache. Er würde nicht eher ruhen, als dass die Welt von den Kapitalisten-Schweinen befreit und die Unterdrückung der Arbeiterklasse zugunsten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beendet werden würde. Oh ja, was für eine fantastische Wahl! Interventionismus-Zielwert plus 2, Armeeangriff plus 1, Soldatenlimit plus 10%,
Soldatenzuwachs, ja, nee. Mann, es sind noch sehr viele. Diego Ramadonna. Der fabelhafte Diego bezauberte Fans über Sarie mit seinen Fußballkünsten. Also wir haben ja einen Fußballer. Das stellt Diego Maradona dar. Und militärischer Zugang, Einheitenangriff, Unzufriedenheit, Zielwert minus 5%. Also das ist auch eher für Angreifer und so weiter und so fort und von Sachen ablenken. Ich muss nochmal ein Schlückchen Wasser nehmen. Patrick Peyton Dean. Manche nennen ihn verdächtig und verrückt, andere bloß vorsichtig. Nachdem er im Alter von 4 Jahren von seinen Eltern verstoßen wurde, ging Patrick Peyton Dean niemals zur Schule. Er lehrte sich selbst und beschaffte sich Wissen, indem er Bücher aus der Bibliothek stahl und alte, ausgerissene Zeitungsartikel sammelte. Er besaß zu keinem Zeitpunkt persönliche Dokumente, war nie versichert und registrierte weder Hunde noch Fahrzeuge. Alles, damit sie ihn nicht finden können. Es ist unbekannt, wer sie sind. Vielleicht handelt es sich um Aliens, die Jünger der neuen Weltordnung oder vielleicht ihre engsten Vertrauten, die bereit sind, ihnen in den Rücken zu fallen und die Macht an sich zu reißen. Okay, Spionage, Armeeverteidigung, Raketenabwehrreichweite und Beziehungen zu Unterzeichnen des Verteidigungspaktes ist erhöht. Ja, auch nicht. So, Pamela Parker. Nach erfolgreichen Jahren vor der Kamera entschloss sich Pamela Parker dazu, ihr Glück in der Politik zu suchen. Ihr unübertroffener Charme erlaubt es ihr, selbst die erbitterste Opposition zu beruhigen und ihre Berühmtheit öffnet in vieler scheinbar verschlossene Türen. Kritiker spotten, dass ihr politisches Talent genauso wenig ausgeprägt sei wie ihr schauspielerisches. Pamela bedankt sich höflich für das Kompliment. Okay, Punkteeinnahmen erhöht, Erfolgschance für kulturellen Austausch erhöht, Beziehungen zu allen erhöht, Umsetzungszeit für alle Projekte minus 5%. Steht noch nicht so, also nö, die wäre gerade noch nicht mit unbedingt im engeren Auswahlkreis. Okay. So, jetzt haben wir also hier... Ja, nee, finde ich auch. Es ist irgendwie so... Interesting Cognitional Universal Personality. Die experimentelle Unterstützung und Kognitionseinheit ICUP, oder wenn man es auf Englisch ausspricht, ICUP, ist die höchst entwickelte künstliche Intelligenz der Welt. Sie kann bis zu 14 Quastillionen Berechnungen pro Sekunde durchführen. Einige fortschrittsfeindliche Nationen werden nicht erfreut sein, wenn ihre Anrufe von einer nüchternen Beantwortungsmaschine erwidert werden, aber lassen Sie sich nicht davon entmutigen. ICUP ist der perfekte Reisegefährte, ein exzellenter Gesprächspartner, ein Schachmeister und ein toller Barista. Im Lieferumfang sind außerdem ein 3786 Seiten starkes Benutzerhandbuch sowie ein Satz Batterien enthalten. Der Hersteller garantiert, dass diese erst nach 100 Jahren intensiver Staatsverwaltung gewechselt werden müssen. Okay. Wissenschaftliche Integration erhöht. Der humane Dingensindex plus 10. Umsetzungszeit für alle Projekte minus 10. Und Geldkosten für Unterhalt aller Projekte minus 10. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. So von den auf die Effekte bezogen. Ja. Hari Mata, eine weltbekannte Bauchtänzerin mit herausragenden Spionagetalenten. Das wird wieder auf Mata Hari eine, das ist Spionagegeschichten, würde ich jetzt sagen, nicht sofort unseres. Ja. Joe Meyer. Joe Goebbels war jahrelang Lokalnachrichtensprecher. Er erlangte wegen seiner ungewöhnlichen Fähigkeit Berühmtheit. Selbst die
widrigsten Situationen in ein positives Licht zu rücken. Viele bezichtigten ihn der Verbreitung von Falschnachrichten zum Schutze der Obrigkeit. Heute ist es Joe ein Anliegen, den Leuten zu zeigen, dass eine positive Denkweise positive Resultate bringt und dass selbst die größten Fehlschläge unter donnerndem Applaus zu den größten Siegen erklärt werden können. Okay, Geschichtsfälschung, Medien kontrollieren, Propaganda verbreiten, Arbeitslosigkeitswachstum reduziert, Unzufriedenheitszielwert reduziert. Ja, auch nicht so unser Ding, ne? Eher nicht so. Ja, Karl Klammer, Umweltmodifikator, Umweltzerstörungsmodifikator, ja, weiß nicht, den hatten wir im Tutorial, den kommt noch. Kirkes Ukiasu. Kirkes wurde, wie die meisten Angehörigen der modernen Reptiloiden-Elite, im 13. Jahrhundert geboren und wollte ursprünglich Stripperin werden. Doch die große und immerwährende babylonische Bruderschaft hatte andere Pläne. Durch strenges Training und die beste verfügbare Bildung wurde die junge Kirkes schnell zu einer Expertin auf dem Gebiet menschlicher Züchtigung. Dank ihres angeborenen Scharfsinns zwang sie diese mit Leichtigkeit zur Arbeit, was die menschliche Fleischqualität erheblich steigern ließ. Ihre Zuchtprogramme waren so effektiv, dass der Große Rat aus Angst vor einer Explosion der menschlichen Bevölkerung und den damit einhergehenden unwiederbringlichen Schaden an der Umwelt Mitte des 14. Jahrhunderts eine Notoperation namens Schwarzer Tod befahl. Trotz ihrer Errungenschaften fühlte sich Kirkes nach wie vor durch den Rat zu wenig wertgeschätzt. Nachdem sie an ihrem Zugehörigkeitsgefühl zu zweifeln begann, fing sie damit an, menschliche Herrscher zu beraten und öffnete damit ein weiteres Kapitel ihres Lebens. Okay. Einheimische Bevölkerung einbringen. Persönlicher Kontrollzielwert erhöht plus 3. Bevölkerungswachstum plus 0,05. Und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,1. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Nee, meine auch nicht. Ich wollte nur zu Karl Klammer noch ergänzen, ja, dass der positive Umweltwerte hatte, oder? Der hatte Umweltzerstörungsmodifikator minus 1% und Umweltmodifikator minus 1%. Und menschliche Entwicklung. Ja. Verbessert sich, ne? Genau, plus 3 und AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte minus 5. Also ich weiß, wir hatten ihn gerade im Tutorial schon, aber irgendwie finde ich ihn von den Effekten auch nicht schlecht. Ja. Und es ist Karl Klammer. Er ist mal glücklich. Tja, wir haben dann Irene, Taxman, Iman, Joanne, Vadim, Justin, ICUP und Karl. Okay, dann Ausschlussverfahren. Also, Irene, die allererste. Gucken wir auf die Beziehungen zu Ländern außerhalb des Blocks plus 15. AP-Einnahmen, Aktionspunkte plus 5%, Aktionserfolgschance zum Block hinzufügen plus 10, Aktionserfolgschance plus 10 Wohlwollen erlangen. Die ist, um Diplomatie nach außen zu machen, was die Blöcke angeht. Ich denke auch, und darum werden wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Und sie ist auch die Einzige, die in dem Bereich so aktiv ist. Ja. Na gut, wir hätten noch Justin, der Diplomaten. Ja. Ja, aber ich glaube, der hatte nicht, hatte andere Effekte. Warte mal kurz, ich schreibe mir das mal kurz mit. Ja, er hat generell, das ist auch spannend. Justin hat Beziehungen zu allen plus 5, Kriegstreibermodifikator minus 1 und plus 5 auf alle diplomatischen Aktionen. Und sie ist sehr spezifisch auf diese Blockbildung. Nein, ich glaube, an der werden wir nicht vorbeikommen dort. Ja, ja, das stimmt. Keine Ahnung, wie der Block dann aussehen wird, aber
Ich vermute, dass wir da uns was einfallen lassen müssen. Also von den beiden wäre es eher sie. Okay. Oh, und Edelhack hat mal einen Poll gestartet. Okay. Ich bin gespannt. Ich konnte mir die auch nur so halb merken. Wen ich Wer auch ist Sacramento? Bitte? Edelhack hat den Poll, Irene, Justin, ICU, Peel, Karl Klammer und Sacramento. Sacramento habe ich nicht auf dem... Der Sarcastro. Ach so. Er hat seinen eigenen Poll gestartet, ich sehe schon, ja. ich fand den Iman noch ganz gut. Ja, Iman, Okoro, diesen menschlichen Entwicklungs, plus 5, humanitäre Hilfe, plus 10, Aktionserfolgschance, Unzufriedenheit, Zielwert, minus 5% und... Unzufriedenheit Zielwelt in Provinzen mit nicht akzeptierter Kultur minus 5%. Ja, Edelhack hat eine Umfrage gestaltet. Ihr könnt oben im Chat abstimmen. Das kostet auch nichts. Nur ein klein wenig Zeit. Ja, das ist spannend. Wir haben aber... Wir werden nicht so wirklich viel Eroberung machen, deswegen haben wir wahrscheinlich keine Provinzen mit nicht akzeptierter Kultur. Weiß ich nicht. Also der Text liest sich toll, die Sachen sind jetzt nicht so verlockend, fände ich. Ich würde Iman rausnehmen. Ich auch, und den Justin würde ich auch rausnehmen wollen. Okay. Okay, ich habe noch Irene und Textman auf der Liste. Und Vadim, den Forscher. Projektplätze, Aktionspunkte für den Unterhalt aller Projekte minus 5, Geldkosten für den Unterhalt aller Projekte minus 5 und Umsetzungszeit für alle Projekte plus 50%. Wie viele Projekte werden wir denn haben in unserem kleinen Land? Ich glaube, man hat immer grundsätzlich 2 Projektplätze und mit ihm hätten man 3. Und wenn eins vorbei ist, kann man das nächste anschmeißen. Und so. Aber diese Dynamik habe ich auch noch nicht rausgefunden. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht meine Leidenschaft reinlegen, dass wir sagen, wir brauchen noch einen Projektplatz. Weil die anderen Boni finde ich interessanter, weil ich einfach noch kein Gefühl dafür habe. Mhm. Also würde ich Vadim auch rausnehmen. Ja. Die Umfrage haben 2 Leute teilgenommen. Einer hat gestimmt für ICUP und einer hat für Karl Klammer gestimmt. Und wir haben noch Juan auf der Liste. Steuereinnahmen 3%, Erfolgschancen Investitionen plus 10, Erfolgschancen Handelsabkommen plus 10 und Bruttoinlandsprodukt Wachstum plus 0,03%. Bei ihr ist genau das Gegenteil von mir, wie wir das gerade eben besprochen hatten. Also hier finde ich die Effekte super, aber der Text schreckt mich ab. Ja, ja. Ich würde sie auch also nicht nehmen. Also bei Iman war es andersrum. Nee, ich auch nicht. Wir müssen ja irgendwas nehmen. So, Irene, Taxman, ICOP und Karl. Also Taxman ist wirtschaftliche Ansichten stärken plus 10, Steuereinnahmen plus 5%, Börsenkurs 10 und Kosten durch Schulden minus 10%. Ja, also momentan mein Favorit. Okay. Ja, dann ICOP. Hat wissenschaftliche Integration plus 10, den menschlichen Entwicklungsfaktor plus 10, Umsetzungszeit für alle Projekte minus 10% und Geldkosten für den Unterhalt aller Projekte minus 10. Na, das klingt schon gut. Und also momentan schwanken wir übrigens zwischen einer Ausrichtung Richtung Diplomatie, Richtung wirtschaftlicher Stabilität und wissenschaftlicher Entwicklung. Ja. Und Karl würde einen Boost auf Umwelt geben.
Ja. Okay, jetzt sind wir in Neuseeland. Ja. Neuseeland hat gerade einen Klimanotstand ausgerufen. Das heißt, es wird Karl Klammer eigentlich, ne? Also, wäre eine Variante. Wir könnten natürlich trotz alledem umweltpositive Sachen machen. Aber da das ja die Leute sind, die uns ständig die Politikvorschläge machen und wir das dann tun müssen, wäre ich zumindest bei den dreien, die uns verblieben sind, sehr, sehr positiv gestimmt. Also bei Irene, bei Texman und bei K. Welcher davon? Das weiß ich nicht. Was denkst du? Schwierig. Ich tendiere zu Texman, wahrscheinlich, weil ich immer noch ein gebranntes Kind von Democracy 4 bin. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, komm, dann lass uns Texman nehmen, einfach nur aufgrund der Maske. Krieg ich gut. Wir nehmen Texman. Und außerdem hilft er nachts Alten und Schwachen beim Ausführen der Steuererklärung. Ja. Yeah. Möchten Sie Texman wirklich zu Ihrer rechten Hand ernehmen? Sie können die Entscheidung nicht mehr revidieren. Ja. Okay, und da geht's schon los. Da machen wir erstmal Pause.